Damen und herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted The Lost Legacy. Der letzte Teil, zumindest bisher, von der Uncharted-Reihe. Leider nicht mit Nathan Drake, aber dafür mit Chloe und Nadine aus den anderen Teilen. Also Chloe aus Uncharted 2, obwohl sie auch noch eine kleine Rolle in Uncharted 3 hatte. Und Nadine aus Uncharted 4. Was? Uncharted 4 war echt ein nice Game. Und ich bin dann ein Jahr später direkt rausgekommen. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach die Story. Das Spiel auf jeden Fall auf dem Mittel. Automatisches Zielen. Fahrzeugkamerahilfe. Und ziehen automatisch gegen das Ziele an. Nein. Das mag ich nicht. Zielhilfe mag ich nicht. Außerdem so, Spielen, die halt wirklich nur aufs Kämpfen gehen. Zum Beispiel COD, da würde ich schon Hilfe nehmen. Weil das sind ja richtige Spiele, das sind ja nur Bots. Deswegen bereue ich das nicht. Obwohl es ja ein Video auch gibt, aber mit der Zeit kommt ein anderes Spiel. Ah ja, ich habe heute mal wieder ein, oder gestern, kommt drauf an, wann es hochlädt. Ein GTA 5 Video mit 2207 wieder hochgeladen. Perfekt zu der Serie eigentlich. Das ist aber eigentlich eine Serie, aber es gibt halt schon viele Parts. Und das kann ich mal machen. Das gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Dann müssen wir in Game Over. Ist das Nadine? Ist das Nadine du warst? Als Mädchen? Sieht ähnlich aus. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha. Ernst? Was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Wurde wohl auf dem Handy gespeichert. Kann das sein, dass es wie so ein Tagebucheintrag ist? Modell? Nee, ich glaube, das ist nicht mehr dann.
Weil das sieht man halt aus in dem Taschen aus. Weil da kann das interagieren, da haben wir es hineingelegt. Oh, Verzeihung. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleine. Das ist jetzt nicht sehr familiär, denn du hast, ich weiß. Wo ich nicht weiß. Aber anscheinend werden jetzt auch nicht mehr die Kapitel angezeigt. Also müssen sie eigentlich Kapitel einstellen oder. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay. Nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, bitte. Oh Gott. Wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Er stand da drüben. Warte, da ist er. Auch ein ziemlich guter Teil sein. Ja, der geht halt etwas kürzer jetzt, deswegen nehme ich das wieder auf. Und naja, ich habe jetzt eine neue Message in der Base Pro, deswegen hat es auch eine bessere Qualität. Okay, rote Tür. Das ist sie. Es ist ja, nichts. Okay. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Ja. Ein Kinderspiel. Jetzt soll ich einfach weiterlaufen, oder? Ja. Aber die kann sich anscheinend nicht rollen. Vorbeizulaufen. Ich habe wohl keine Wahl. Wenn wir jetzt überhaupt. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, oder? Man muss nach da hinten. Nein, muss ich nicht. Hey. Verfehlen können. Was? Oh mein Gott, bin ich blöd. Geht's ja auch noch. Oh. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey.
Gefährlich draußen um die Zeit. Hey! Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt! Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Arafta. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Nur mal Glück gehabt. Ich dachte, jetzt müssen wir erstmal uns irgendwie hier rüberklettern. Dass ich woanders hin muss. Aber das Klettern ist trotzdem noch da. Und das gehört halt zu Uncharted dazu. Da ist die Tür. Check. Jetzt müssen wir erstmal her. Falscher Weg. Es ist cool, dass sie die Glaube wieder zurückgebracht haben. Jetzt hat Uncharted 3 gibt's nicht mehr, außer in Uncharted 4 gibt es im Kapitel 4 einen Brief von Chloe, aber mehr eigentlich auch nicht. Den habe ich aber, glaube ich, sogar verpasst. Aber das war eigentlich echt nett, das ich rauche mit den ganzen so nicht zu gebrauchen. Sachen. Wenn ich sie verkaufen kann, will ich es nicht. Mit aus den anderen Teilen. Hm, sollen wir die jetzt killen? Ja. Heimlich Angriff, das hat überhaupt. Das hat war überhaupt gar nicht laut. Also. Warte, komm mal zurück. Das hätten wir. Da konnte ich immerhin die Map. Komm mit, Freund. Was ist das denn? Das ist ein Soldat. Nee, der hat gerade einen Soldat getragen. Ja. Komm her. Ja, nee, warte, das ist ein Soldat. Die Schicht endet in einer Stunde. Ich brauche Schlaf. Du kannst im Laster schlafen. Nein, danke. Was ist das dann? Fast. In der Gasse sind noch welche. Oh nein, was? Heute Nacht geht's los? Vibration war. Kann's kaum erwarten. Hab genug von diesen Leuten. Nein, Assaf sagt noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Okay. Denk an das Endziel, Bruder. Hast du noch die Flasche Kokosarak? Vielleicht. Was ist sie dir wert? Ich sehe nämlich das gerade ins Geile. Nicht gut. Verdammt. Super Timing. Wo zur Hölle hast du den Arak überhaupt her? Weiter die Straße runter. Dieser Kerl hat eine Riesensammlung. Denkst du, da ist noch was? Hab nur zwei Flaschen genommen. Ich geh später rüber. Pink Lotus. Was soll das heißen? Damit haben Sie nicht gerechnet. Dann. Lange genug. Wenn bei Assaf seit der ganzen Indien noch Lunge hat. Scheiße, wo soll ich lang? Kannst kaum erwarten, richtig. So ein bisschen nach oben, Rooftop. Ich glaube Dachboden. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich nur so ein Schatz versteckt, oder? Nein. Ich hab genug von diesem Kleinkram. Ja, ich auch. Wir gegen die Tyrannen. Assaf sagt, er braucht mehr Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen Witz. Das werden sie nicht mehr lange.
gerade nicht wenig von denen. Wieso darf ich keine Waffen benutzen? Hier seit Wochen. Wann geht es weiter? Nicht bewegen! Verdammt! Komm nochmal. Hau ab. Auf meine Mutze. Ihr seid Soldaten. Noch jemand? Nein? Ja, scheiß drauf. Ja, wir haben es trotzdem geschafft. Ja, ich hab übrigens was, was mich davor geschlagen hat. Das ist das Weltweit. Die indische Armee meint es ernst. Das ist im Oktober 2019. Ziemlich spät eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Dafür muss ich dann so lange auf das Spiel. Aber auf was ich dann warten muss, ist auf ein neues Uncharted. Da kommt bestimmt eins raus nach The Last of Us Part 2. Weil da steht ja nicht, das heißt ja nicht Uncharted The Last Legacy, sondern Lost Legacy. Schritt changed. Das mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann. Oh, hi. Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Das Kampfsystem ist halt im Teil schwerer als. Oh, nein, Mann. Du bist zu spät, Fraser. Pass dich auf, dich zu sehen. Scheiße, wir haben unsere erste Einheit zerstört. Alter, das war ziemlich schwer. Also, dann. Drei Waffen angezeigt. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt suchen wir uns. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Oh, nein, hier runterfallen. Komm schon. Ich helfe dir hoch. Da kann man das mal leider nicht nehmen, weil leider das eigentlich echt zwar ziemlich stark ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nachher gespielt oder davor. Ich glaube eher nach. Ja, ich glaube nach. Aber anscheinend haben wir das. Und jetzt? Sei nicht. Schade, weil das war echt mal. Okay, ja, ich sehe schon, wo wir jetzt haben müssen. Und hoch! Echt jetzt? Echt. Schön vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein.
klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Der Gameplay-Trailer, den ich da gesehen habe. Oh. Habe ich jetzt gestern mal angeguckt. Das ist ein geiles Spiel. Das ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Obwohl sie sogar wollen, dass das Spiel floppt. Und ich check nicht warum. Damit es zwar eine Änderung gibt, aber. Ein Naughty Dog-Spiel, das floppt. Genau, das gibt's nicht. Also vielleicht. Uncharted 3. Obwohl ich es eigentlich nicht nice finde, aber es gibt Leute, die das nicht. Nein, jetzt verpiss dich doch mal. Hau ab! Ich will dich doch nicht mehr im Team haben. Warum kann ich sich da nicht festhalten? Also. Erledige ihn. Nein, ich schaffe ihn aus. Cobra 1 und Cobra 5, over. Empfang, Cobra. Geht zum Piklon, da ist was los, over. Das war ganz okay. So, und wohin jetzt? Oh. Hoch. Hallo. Bist du jetzt dumm? Das ist ein See aus dem Feuerzeug. Ja. Irgendwie. So. Ja, das sah so. Das sah so aus. Wo willst du hin? Ich habe nur unsere Optionen. Bleib hier. Ich probier's nicht, oder? Ja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Schon wieder sowas? Hat angefangen, Glas oder was? Dann kam es mit Schwarz 4 einmal vor, oder? Ja, ich weiß nicht, was es einmal vorkommt. Jetzt müssen sie es hier zweimal direkt hintereinander machen. Ich meine, in der Last of Us gab es dieses Scheißrätsel 1000 Mal. Los. Ja, nimm's. Oh, Scheiße! Umbringen! Nein, ich will dich nicht umbringen, aber. Das sah zu geil gerade aus. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Da vorne. Scheiße. Ah, Vorteil, wenn wir die anderen Teile gespielt haben, dann weiß ich, wie alles funktioniert. Ja, dann.
Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei dem Job immer so gesprächig? Ja. Ich bin einfach direkt. Fraser, da oben. Ein Problem weniger. Ist aber nicht weit. Es ist direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schlimm. Echt nicht. Stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Das ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Ja, was ich halt hoffe, dass da noch ein anderer Charakter aus dem Uncharted anderem Spiel halt vorkommt. Vielleicht nehmen wir das in Uncharted 3. Kann man gerade davon reden. Cutter. Ich leime das mal raus. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Jetzt muss ich aber das Schloss knacken. Ja. Was war das für eine Karte? West Gates, Rösala-Gebiet. Nein, schon langsam drehen. Nichts, was wir nicht schon wussten. Ich mache einfach ganz schnell, dann ist es repariert. Dann bleibe ich. Das war nix. Vorsicht! Wunderschön. Shit, weg hier. Nee. Wenn er jetzt aus dem Fenster rausspringt. Mit dem anderen Respekt. Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Rösala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz.
Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Heusala-Gesellschaft. Ganz genau. Oh. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Hm. Das heißt also nein? Es klingt nach nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Ihnen nach! Was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts. Über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden! Na los! Direkt hinter dir! Ich muss auf den Weg gehen! Also, das ist gefährlich! Spring! Oh nein! Mach nicht! Komm schon! Ist die Scheibe noch? Ja! Weiter! Aufpassen! Oh, also echt! Hier werde ich! Ich hab dich! Weicheier! Nein! Lauf ich ja. Ich hab nichts mehr gecheckt. Ich hab nichts mehr gecheckt. Ihr könnt mich gerne auslachen. Ich weiß aber überhaupt nicht, wo ich hinlaufen muss. Sie wollen zum Schluss! Ja,
so lächerlich. Ja. Und dann da, wo man wirklich sich festhalten sollte, tut sie sich nicht fest. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häusala geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in dem Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Ganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Ich weiter, meinen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Häusala? Häusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. Und weiter geht's im nächsten Part von Uncharted The Lost Legacy. Also, ciao.